Am Archipel ist er mal wieder. Aber mit der Pose. Also, zack, gucken wir mal direkt schnell wieder zur Pose. Denn die dürfen wir die ganze Zeit nicht aus dem Blick behalten. Denn wir müssen die ganze Zeit gespannt sein und schnell zugreifen, wenn denn da was zuppelt. Und manchmal schießt es auch in Windeseile runter. Zack, da ist die Pose weg. Ohne viel Gezuppel und Ankündigung. Das heißt hier an der Stelle schwieriges Posenangeln, aber durchaus möglich. Und was man eben sagen muss, ja, gerne natürlich auch mit dem Fernglas und bei den richtigen und passenden Wetterverhältnissen. Ich teste jetzt hier gerade das zweite Mal die Stelle. Der Spinos hatte mich gestern noch angeschrieben. Alden, guck mal hier, hatte ich im Forum gepostet. Die Stelle hier am... Jo, da geht schon einer runter. Die Stelle hier am Archi. Und zwar sind wir hier auf dem kleinen Schniepi am Archi. Und ja, was soll man sagen? Die klassischen Brocken vom Archipel gehen hier auch rein. Und es ballert ein bisschen was rein. Foxy-Ränke. Schwarzes Fältchen. Foxy-Ränke. Ladoga-Fältchen, genau. Auch nicht schlecht. Zwergmarine. Als Trophy sogar noch mit reingeballert. Die Zwergmarinen sind wahrscheinlich aber auch die, die hier den meisten Stress machen. Denn da passiert es halt ständig und regelmäßig, dass da rumgezuppelt wird an den Ködern. Dass da manchmal runtergezogen wird und es einfach nicht hakt. Das heißt, das Ganze hier ist wirklich ein Angeln auf seltene Fische. Hier geht es nicht darum, Fat Cash zu machen. Da geht es darum, spezielle Fische, ja, zu versuchen abzuhaken. Also, irgendwie sowas wie, ja, das schwarze Fältchen, Ladoga-See-Fältchen. Foxy-Ränke, das wäre natürlich ein Traum. Alles drei Kandidaten, die äußerst schwierig sind zu fangen. Ja, und dann stiert man hier auf das weite Blau. Es ist schon anstrengend, ne? Schade, also so sieht man die Posen fast gar nicht, ne? Keine Ahnung, durch das, ne, in manchen Positionen der Kamera. So geht es, so jetzt sieht man so ein bisschen was. Aber in anderen Positionen, da verschwinden die einfach. Keine Ahnung, durch die Wasserbewegung oder was, da siehst du einfach nichts mehr, ne? Eine Zoom-Stufe ist, glaube ich, gerade noch okay. Wie gesagt, mit Fernglas wahrscheinlich auch noch praktischer, aber eine Zoom-Stufe ohne Fernglas geht auch noch, wenn man hier mit den großen Wagglern rumsteht vom Weihnachtsmarkt, dann sieht man die auch noch ganz gut. Ich hatte gestern probiert, da war das Wetter nicht ganz so gut, da war es durchwachsen und was ganz wichtig ist, es war sehr windig und da muss ich sagen, es war auch nicht so gut von der Frequenz bei dem windigen Wetter, wobei die ist auch jetzt nicht gigantisch, Frequenz ist wirklich so eher durchwachsen und ja, es ist dann natürlich bei dem höheren Wellengang und wenn die Posen so ein bisschen treiben, auch äußerst schwierig dann auch zu erkennen, zuppelt da jetzt schon was oder, also es ist wirklich zu empfehlen, wenig Wind, jetzt haben wir hier gerade 1,2 Meter die Sekunde und es fing halt jetzt in den Morgenstunden schon richtig gut an. Ich denke mal, jetzt gerade in der Mittagszeit wird wieder ein bisschen Flaute eher sein und dann geht das bestimmt gleich wie bei den meisten Fischen in den Abendstunden nochmal wieder richtig gut los. Also, empfehlenswert, eher schwindstill, bewölkt durchaus möglich. Leicht Sonne, Sonnenschein, alles bestimmt durchaus möglich. Regen und so finde ich halt immer anstrengend. Vor allem ist es dann halt häufig auch mit viel Wind verbunden. Also gucken wir mal kurz rein. So sieht das Setup aus oder eines der Setups. Ich bin hier mit den großen Matchrouten unterwegs. 6,9er Fluoro Only. Verwende ich auch immer ganz gerne. Hatte der Spinos, hatte das auch mit drin. Und ich gucke gerade mal eben rein, was er da für ein Set hatte. Hatte er das? Er hatte, ja, 6,2 hatte er.
6,2 Snake Heavy Line hat er verwendet. Ohne Vorfach? Ach, was. Ach, was. Das glaube ich ihm noch fast gar nicht, oder? Hat er das? Durchaus möglich. 0,22er. Vielleicht teste ich auch nochmal mit ein bisschen dünner. 6,2 Kilo. 12er Haken hat er dran. Ich hatte gestern mit 12er Haken probiert. Wie gesagt, da waren mir die Durchschnittsgewichte deutlich zu klein. Viele im 100-200 Gramm Bereich. Hier solche kleinen Kandidaten. Da hatte ich dann heute keinen Bock mehr drauf. Bin groß auf dem 8er gegangen. Funktioniert ja auch beim Stippen am Ladoga See immer ganz gut. 8er Haken. Und da muss ich sagen, schmeckt mir schon ein bisschen besser. Er hatte auch die Rebellion Match, übrigens eine sensationelle, hier ist sie. Wenn man starten will mit dem Match angeln, oder ich glaube auch für später, sensationell. Eine Route auch mit plus 5 aufs Posenfischen, was ja dann irgendwann auf 105 dann quasi im Endgame dann stackt. Also auch das ist wirklich ein gutes Teil zu einem super günstigen Preis für das, was das Ding liefert. Ja. Ein Sahnestück fürs Posen, fürs Matchangeln. Ja, hier sogar ein 10er Haken drauf. Und hier dann nochmal wieder mit einem 8er Haken. Und ja, gleiches Setup. Bisher, wie gesagt, ganz okay. Aber jetzt, wo ich das gerade so sehe, vielleicht gehe ich sogar nochmal feiner rein. Vielleicht gehe ich gleich nochmal mit, vielleicht sogar mit Micro Braid. Einfach mal so auf 2, guck mal da hinten zu Bilds. 2,8 Kilo, das wäre doch mal was, oder? Einfach mal hart in den Drill gehen bei solchen kleinen Dingern, um zu versuchen, super fein und vorsichtig daran zu gehen. Weißt du was, ich mache das einfach mal. 300 Meter Schnur sind drauf. Ich baller hier mal jetzt wirklich Micro Braid drauf. Einfach mal gucken, wie das Verhalten ist von den Viechern. Ja, nehmen wir mal das ganz lange. Micro Braid. Bremse natürlich runter. So, und dann, achso, warte mal. Und dann mal gucken. Ich habe auch hier die Entfernung ein bisschen größer gemacht. Weil ich halt viel rumprobiert habe, aber so nicht wahnsinnig viel. Also 2,40 Meter Tiefe immer noch, Tiefe eingestellt auf 2,40 Meter. Hatte der Spinos auch so geschrieben im Forum. Und raus damit. Und Entfernung 20 Meter hat er geschrieben. Ich bin jetzt hier, glaube ich, mittlerweile bei 25 Meter angekommen. Und ja, ich war mir nicht so ganz sicher, wo er gestanden hat. Ne? Ob er jetzt weiter hier unten gestanden hat oder so. Ich stehe ja gerne eigentlich hier weiter oben. Und dann hatte ich mir gedacht, komm, ein bisschen weiter, wenn du weiter oben stehst. Ein bisschen weiter kannst du dann vielleicht auswerfen. Dann passt das. Genau, hat er geschrieben, schwarze Fältchen hat er gefangen, sieht man hier Ladoga-See-Fältchen, auch alles schön dabei und einige Foxy-Renken bis hin zur Foxy-Renken-Trophy, fettes GZ, Alter. 3,8 Kilo ist natürlich übelst schmackhaft, geiles Dingen, 20 Meter, vielleicht geht's auch mit der Stippe hier, durchaus möglich, ne? Wenn man mit der großen langen Stippe hier auf vielleicht so 15 Meter oder sowas noch hinkommt, das kann man doch vielleicht schaffen. Also, so sieht es im Moment aus hier an der Stelle. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich schon ganz zufrieden von dem, was hier passiert. Jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen abwarten, was gleich in den Abendstunden passiert. Kleine Trophy, ja, nice to have. Das hier sind allerdings, das sind die man hier haben will, diese richtig seltenen. Wir gucken natürlich gleich auch nochmal rein, was die so an Kohle bringen. Und ich glaube, da haben wir das erste Gezuppel hier auf Micro Braid. Ich bin gespannt, ob wir den Anschlag auch hinkriegen. Es zubbelt und es zubbelt. Und die Frage ist, was ist es? Zwergmarine. Und ich glaube, in der Mitte ist auch was dran. Das macht so einen kleinen Hebebiss in der Mitte. Ja. Ja, auch gehakt in der Mitte. Jetzt aber trotzdem rechts außen im Blick behalten. Das wollen wir auch mitnehmen. Alle olle Güster, ey, ich werd weich. Die olle Güster. Erstmal jetzt rechts außen. Na?
Bestimmt auch noch eine olle Güste. Warte mal ab, ey. Oh ne, da. Auch noch gehakt. Wieder. Ich will wissen, was auf Microbraid geht. Jetzt lecken sie mich extra ab. Es ist 18 Uhr, es geht langsam los. Ganz klassisch. Ganz klassisch jetzt. Jawohl. Das geht natürlich jetzt rein hier. Das heißt, kleine Bremsbewegung hier, Riesenauswirkung. Es ist wahrscheinlich gar nicht so groß, ne? Walambuckelmarine, Alter. Walambuckelmarine. Okay. Hat sie Bock, die Walambuckelmarine? Auf so klein? Warte mal. Ich gehe mal hier mit einem Invisible-Vorfach. Monoschnur Invisible. Ich nehme mal die. Die ist ja auch ein bisschen dünner noch. Die nehmen wir mal rein. Bremse runter. Zack. Und wieder raus damit. Ziehen wir mal so ein bisschen rüber. So. Dann kann man das besser auseinanderhalten. Und das dritte Dingen gehe ich auch nochmal vielleicht ein bisschen feiner. Weißt du was? Dann nehmen wir mal dieses geflochtene Vorfachsmaterial. Ich glaube 30 cm Länge reicht, oder? Ne, wir haben überall 60. Dann mache ich hier auch 60. Das war ein bisschen weit ausgeholt. So. Alle drei Routen. Hoppala, Bremse. Okay, passt. Ah, passt. So, alle drei Routen mit neuen Vorfächern bestückt. Also, rechts außen Microbraid, Mono Invisible Schnur als Vorfach und Vorfachsmaterial geflochten. Zweimal geflochten, weil super dünn. Einmal Mono. Vierte Variante, Fluorocarbon in sehr leicht und fein. Sind die so schreckhaft? Ich vermute eher, das sind weniger so Augenräuber, sondern vielleicht eher welche, die auf die Dicke der Schnur reagieren. Also da denke ich eher, dass die Dicke der Schnur wichtig ist. Die sind ja auch gerne mal in hohen, in großen Tiefen anzufinden. Da ist es ja nicht so mit viel Gucken und viel Licht. Von daher denke ich, dass das eben nicht so wie Forellen und Co., dass das so Augenräuber, so Sichträuber sind. Guck mal, eine winzige Foxy, Alter. Achterhaken, kannst du dir nicht ausdenken, ne? Hoppala, der ist natürlich jetzt out of range, oder? Doch, kriegen wir noch rein. Ja, spannendes Ding. Spannendes Ding. Also durchaus mal eine Stelle, die man hier testen und probieren kann. Sieht bisher doch schon mal wirklich ganz gut aus. Die Größen, tja, das ist natürlich so eine Sache. Ich würde sagen, mit den Hakengrößen noch ein bisschen rumexperimentieren. Da geht bestimmt noch ein bisschen was. Die ballern ja auch durchaus mal irgendwie bis auf einen 6er-Haken halt rein. Von daher geht da noch einiges. Ich würde sagen, wir gucken noch mal eben kurz, ja, bevor es jetzt gleich noch mal richtig in die Abendstunden geht. Gucken wir noch mal kurz in den Kescher rein, wie es denn da so aussieht. Vielleicht ballert dann ja gleich, wenn es so leicht dämmerig wird, nochmal was. Alter, was ist denn hier? Vielleicht ballert da ja dann gleich noch ein dickerer Brocken rein. Bin ich gespannt. Kohlemäßig. Ja, ist es okay, ne? Schwarze Fältchen schmecken, Foxy-Renken in dem Bereich auch ganz okay. Ja, im Großen und Ganzen. Man ist nicht wegen dem Geld hier, ne? Es geht um den seltenen Fisch. Also, ran hier an den Spot. Dankeschön nochmal für den Spot, für das Teilen. Ich bin sehr gespannt, was da geht. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.